Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind in Svartalfheim angekommen und wir sollen uns der Stadt nähern, die hier irgendwo sein soll. Ich bin gespannt. Wir müssen uns halt erstmal nur durch die Sümpfe hier schlagen. Ein vielversprechendes Verfangen, würde ich sagen. Das sind viele Echsen. Bis Echse nicht mehr funktioniert. Ey. Okay. Unerbitterliche Macht. Jetzt, wo alle tot sind. Cool. So. Was können wir da machen? Mal aufziehen den Kack, oder was? Die Geysire verschlossen? Okay. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen. Aber das Wasser ist zu flach. Muss einmal einfrieren und freilassen ist nicht, ne? Okay. Sah kurz so aus, aber nö. Müssen wir das Ganze vielleicht noch aufheizen. Aber erstmal, Jungs. Ich wollte schon sagen, Atreus, wie bist du da rausgekommen? Das war gar nicht Atreus. Das sind wieder die Echsen. Linke Seite, Achtung! Lass den Mist. Okay. Die Dinger sind überall. Ja, in der Tat. So, kann ich hier was Besonderes machen? Nö. Wo kann ich denn dann hier rumlaufen? Sehe jetzt auch von hier aus nichts, wo ich sage, das kann ich jetzt machen. Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Wie einen haben wir eingefroren? Ich meine, ich sehe, dass da oben einer ist. Aber das muss ich ja auch so sehen, dass ich dann dort was draufwerfen kann, quasi. Ja? Von hier aus so. Ah. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Auf zum Boot. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Mhm. Götter sind nämlich nicht so witzig. Oh. Können wir irgendwie andocken? Nee. Wir können hier nur anditschen. Okay. Aber da irgendwo, da muss es ja an Land gehen. Und wenn wir dann theoretisch zu dieser Kiste hingehen könnten. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Wärme. Da oben ist irgendwas, was ich dann kaputt machen kann. Kaputt machen kann ich. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Ach wirklich, Junge? Wahnsinn. Guten Tag. Der will nicht mit mir reden, ist in Ordnung. Machen wir immer das Ding hier kaputt. Da sieh mal, der kleine Kerl ist wieder aus dem Boden aufgetaucht. Du was? Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn, greif von hinten an. Gut. So? Ah, hast du nicht kommen sehen, ne? Ein Ohrmre. Geschmiedetes Eisen. Auch eine Rune. Und eine Schlagablagerung. Also
bringt auf jeden Fall ordentlich Schätze. So, hier eine Kette zum Dranziehen. Ah, okay. Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Mhm. Dann müssen wir die mal suchen. Erstmal einfrieren, damit wir dann da durchkommen. Ja, eine Kette, die wir hochziehen können. Hä, wo? Junge, wo hast du das gesehen? Grim, da oben! Hol ihn runter! Hab ich! Hinter dir! Spucken die mich jetzt alle voll, oder was? Ich glaub, zackt. Ein verfluchter Grimm. Das ist kein Grimm, das ist ein verfluchter. Okay. Davor. Nächster. Okay. Hier was zum Aufziehen. Oh, wieder das Wasser nicht hoch genug ragt. Kann man ändern. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Ja, so weit bin ich ja auch. Aber dennoch weiß ich jetzt nicht, wie wir hinten zu dieser einen Kiste da kommen. Muss ja dann irgendwie hier rüber sein, aber hier rüber komme ich ja gar nicht hin. Hä? Hm. Ah. Oh. Der Klotz senkt sich ab. Hier ist ein bisschen Weg. Oh. Früh. Können wir noch was treffen? Ha, sehr gut. Okay. Und damit kommt dann theoretisch das da hoch. Oder halt auch nicht. Siehst du von dem Klotz aus was? Ja, ich komme hier weiter. Oh. Das klappt ja gut. Dann eine Etage höher, dann klappt das. Komm mal hier. Eins von Quasirs Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Aber warum? Achso, gibt Erfahrungspunkte. Okay. Das ist gut genug. Okay. Apropos Erfahrungspunkte. Da haben wir doch jetzt bestimmt. Nicht hier, hier. Fähigkeiten. Die wir jetzt skillen können. Oder nicht? Wirbelsturm klingt ja schon mal nicht verkehrt. Gletscherhake. Jo, könnte. Schlangenschlinge. Hä? Ausweichsturm. Auswurf 2. Halten Sie R2 gedrückt. Ja, vielleicht hatten wir eigentlich beim letzten Mal. Können Sie Nahkampfangriffe in schneller Folge aus, um Schaden zu nehmen, um mit Frost aufzuladen. Drücken Sie R2 während Frost erwachen, um einen Hieb nach oben auszuführen. Ich finde das immer nicht verkehrt. Nimm das dazu. Und ja, das. Okay. Hier könnten wir dann theoretisch später auch noch skillen. Also. Nee, können wir nicht. Das haben wir schon, ne? Ja, Fähigkeiten deaktivieren. Ging das im Vorgänger auch schon? So. Dann ziehen wir mal.
Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. So, jetzt tue ich tatsächlich nochmal zurück, weil ich wissen will, wie kriege ich denn jetzt diese Kiste auf? Ich muss doch hier einen Weg dahin geben. Da hinten ist ja auch so ein Holzsteg. Durch. Ah. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, das wäre das, wo wir herkamen jetzt gerade. Na gut. Und wieder eine Runenkiste. Was mir jetzt wieder ein bisschen. Sieht das hier schlimm aus? Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Ja, ich denke auch. Da ist nämlich hier so Äste, die ich wegschmeißen kann. Okay. So ein Ding. Das war's nicht, ne? Nee. Dann müssen wir nochmal drehen. Jetzt hat sich was deaktiviert. Okay, müssen wir noch zwei finden. Blöde ist, dass wir bei der einen Stelle halt die andere Rune da nicht gefunden haben. Okay. Ab euch! Lass das. Okay. War doch easy. Wo ist jetzt hier das dritte Drehding? Wieder so weit. Weißt du, wo das dritte Ding mir gerade einfach fehlt? Ja, es sind überall. Der ist ins Wasser gefallen. Okay. Weg ist er. Gibt's hier? Ah, ein Schleuderstein. Da vorne die Kiste, die ich aus der Ferne gesehen habe. Und einmal eine kleine Mini-Echsen hier. Hey. Okay. Tödliche Obsidian-Griffe. Also sind auf jeden Fall schon mal mit mehr Stärke. Dann nehme ich die. Ah, da ist das dritte. Was ist das Symbol? Sieht so aus, als ist die Kiste geöffnet worden. Ein Lebensapfel. Stimmt, die Dinger gibt es ja immer in solchen Kisten. Ach shit, jetzt will ich natürlich halt nochmal zurück.
und mir diese Scheißkiste nochmal genauer anschauen. In Hoffnung, wir kommen an den Inhalt der Kiste. Weil wir wollen natürlich mehr Leben, mehr Rageleiste etc. Alles, was man halt so kriegen kann. Jetzt habe ich vergessen, dass es das in diesen Kisten gibt. Bei den letzten Kisten aus dem Vorgänger hatte ich dann, weil ich halt maximal Leben und so hatte, nicht mehr so gutes Zeug gekriegt. Sondern so Handwerksmaterialien und so ein Dreck, weißt du? Wo man sich so denkt, so, ja, was soll ich damit? War ich eigentlich hier oben? Warte, wo bin ich? Ach, wir müssen da hinten durch das Ding, ne? Das ist noch gar nicht hier. Ist noch eine Etage vorher. Oh, guck mal, da ist hier so ein... Gut, dass ich hier nochmal lang gegangen bin. Glück in dir. Yggdrasils Runenkraft-Tau. Gib mir mehr Runenkraft. Ganz übersehen. Das ist ein komischer Wirbel. Wobei, es kann auch ein Geysir sein, ne? Ich glaube, das ist der eine Geysir, den wir eingefroren haben. Ich glaube, ich weiß, wo wir noch mal gucken können wegen dem Runending. Ja? Guck mal, weil wenn wir nämlich das einfrieren, kann ich da hin. Sachen gibt's. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Oh, guck mal. Redmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Jetzt kommen wir auch zu dieser Kiste. Hier gibt es ein tolles Horn. Wie jedes dieser... Stimmt, unser Leben hat sich auch gleich sofort erhöht, ne? Man braucht nicht erst 3 Stück oder so davon sammeln, sondern... hat sich sofort verbessert. Okay. Okay. Dann können wir jetzt aber auch ganz getrost einfach weiter. Weil jetzt sollten wir alles vom Interesse, was ich jetzt erstmal so gesehen habe, haben. Also ab durchs Tor. Yay, ab durchs Tor, yay. Sieht auch so aus, als könnte man da noch hin. Oder vielleicht ist das einfach nur so dahingestellt worden. Hatte ich gerade noch mal meine Augen auf, noch diesen Tautropfen da. Yggdrasils Tautropfen. Der Runenkraft, der Stärke, der hast du nicht gesehen, Zeugs. Aber ich glaube, jetzt finde ich nichts weiter davon. So, wir sind auf der anderen Seite. Was gibt's hier denn Schönes? Schlackenablagerung. Toll. Oh. Das Fass habe ich gar nicht gesehen. Das Erdbeben vorhin. Es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Atreus, da vorn.
Das Zwergendorf. Wow, das sieht Stadt. Wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Meet Avenir. Hey, Zwerge! Oh. Sie rennen weg? Ist das eine Sirene? Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Dann ist eine rote Kiste. Da sind irgendwie komische Leuchtsteine davor. Niedervellier. Hey. Hey, können wir kurz mit euch reden? Keinen Ärger, bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust, falls sie uns reinlassen. Die Gebäude sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Sind aber so kleine Türen, da kommt Kratos eh nicht rein. Muss ja reinkrabbeln. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Also ich mag Odin jetzt schon nicht. Eigentlich voll hübsch hier. Guck mal, wie groß die Hühner sind, wirklich mit. Da sind ja die Hühner ja schon fast Bewohner der Stadt. Und doch. In Kanada. Da könnte ich hoch. Frage ist, ob ich das jetzt will. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Er hat was für uns. Dann gehen wir da gleich mal hin. Aber dann gehe ich tatsächlich einmal hier hoch. Ja, wir lassen uns Zeit. Oh, eine Kiste. So. Hat diese Kiste hier auch öffnen? Ach, das ist hier diese verlorene Gegenstände-Kiste, oder? Danke fürs Einsammeln. Bestienfetzen. Okay. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien. Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas. Oh, in Aktion. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Skalva. L2 halten. Ziel. Skalva. Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Niedrigel aufschreckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Da ist dann die Hälfte, ja? Okay, gut. Dann kann die andere Hälfte ja gleich mitkommen. Overkill. Hier kannst du das da auch zerschießen? Hinten! Ah ja. Kisten looten, während kleine Gegner in der Nähe sind, ist ja nicht. Gut, also. Dürling. Sindri, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen?
Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Okay. Aber dennoch gehe ich hier nochmal zurück, weil jetzt können wir da vorne das Ding zerschmettern. Um dort an die Kiste zu kommen. Noch ein Gedicht von Quasi. Okay, 2 von 14 Gedichten sammelt. Gut. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, ob es irgendeine Form von Upgrade gibt für mich. Ansonsten würde ich dann jetzt weiter düsen. Geht diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr. Ich nehme mal einen mit. Wird bestimmt sterben. Ich kenne mich doch. Verkaufen kann ich jetzt natürlich halt auch noch Artefakte hier. Andere zurückgelassene Dinge. Das Ding gehörte einem Rebellen, oder? Ja, bestimmt. So. Kann die Axt irgendwann auf Stufe 9 aufwerten? Das ist eine ganze Ecke höher als am Vorgänger. Ursprüngliche Leviathan-Axtknauf. Er hat jetzt von Stufe 1 auf 2 hat eine Stärke plus 4. Wenn du da rumstehst. Wäre natürlich interessant, was dann der ursprüngliche hölzerne Knauf da irgendwann so von sich gibt, wenn er mal aufgewertet ist. Vielleicht ist das dann so der Gegenstand, der richtig krass super wird und so. Aber abwarten. Hausklingen. Können wir auch nochmal aufwerten. Auch nochmal mehr Stärke. Schilde. Geht auch. Brauchen wir die Schlagablagerung. Haben wir mehr Abwehr. Das bringt Schmerzen. Nächster Upgrade wäre dann mit weniger Abklingzeit. Also mit mehr Abklingzeit für weniger. Ach, bis zum nächsten Mal. Ja, warte. Rüstung. Das darf ich fertigen. Dafür habe ich definitiv nicht genug Zeug. Da ist Armschiene Macht. Oh, da hat man Stärke. Nehmen wir. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. Können wir auch aufwerten. Haben wir noch mehr Stärke. Umso schneller fallen die Gegner. Scheint, als sei in diesem Spiel Stärke und Abwehr so primär wichtig und das andere Zeug nicht ganz so extrem. Okay. Pass auf! Dann gehen wir mal weiter. Durch eine Kanalisation. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Wir sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Na toll, wie komme ich jetzt zur Kiste? Die Taverne muss hier irgendwo sein. Vielleicht klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Wo kommen wir hin? Entschuldigung, aber wir suchen... Mir egal, was ihr wollt. Kein Essen, keine aufmunternden Worte, kein Licht. Verschwinde! Na gut. Hallo, ich will's haben. Eine Brandbombe vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürrlins Rebellion. Sie war ziemlich brillant, bis sie zu weniger subtilen Mitteln des Widerstands griff. Auch wieder irgendwelche Käfer. Komische Leuchtekäfer.
noch mehr von den Äxten. Okay. Dort, da drüben. Was ist das? Entschuldigt die Störung. Wenn du nichts verkaufen willst, dann verschwinde. So komisch aus. Da geht's auch immer durch. Mit sein muss. Ach nee, bitte spielen. Da waren wir vorhin unten, ne? Da komme ich nicht durch. Doch, ich komme durch. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu. Stimmt irgendwie. Eine Tür, die es also für Kleine und Große gibt. Ist der das? Guten Hallo. Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erkläre ich später. Okay. Ymir, was hast du getan? So, und du hast anscheinend noch irgendwelche Nebenquests. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Okay. Folgen wir mal. Bergbaumaschinen. Oh, genau. Hinten. Da waren wir noch gar nicht. Okay. So, Kratos, wie willst du jetzt dadurch? Ist das da rechts eine Klingel? Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Also ein Wegweiser, ja? Wie benutze ich den? Ah, da oben. Ah. Okay. Ja, ich habe die Karte schon mal gesehen. Ja, ist ja gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Kann ich nicht? Nein. Ja, gut, jetzt aber. Jetzt hat er mir halt extra das, was ich verfolgen wollte, wieder entfolgt. So. Kommt. Tori jetzt manchmal. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Hm,
Simri klang es, als wäre Durlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Deine Zwergenhäuser sind klein. Müssen wir tatsächlich durchkriechen. Ist gedacht. Auf jeden Fall können wir die Zwerge ordentlich beklauen. Die Welt untergeht, brauchen sie es eh nicht mehr. So muss man es sehen. Trotzdem nicht nett, aber niemand sagt, dass Kratos nett ist. So, und raus hier. Gut, dann gucken wir uns hier in der nächsten Folge nochmal etwas genauer um. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.